springen können wir hier nicht. Bitte lass das, lass uns jetzt diese Hände und diese Menschen überstanden haben. Diese Puppen. Das waren solche Kleiderpuppen. Ich mag jetzt nicht nochmal. Oh, ich fürchte, dass wir haben die noch nicht überstanden. Ich will nicht nochmal gegen die kämpfen. So, hier hoch. Muss für mich nicht unbedingt noch mal so. Hier sind weitere Puppen. Hier ist aber auch genug Licht. Nein, weg mit euch, weg mit euch. Hand, verdammt. Ach du Scheiße. Schön, dass wir hier einen Savepoint haben. Ich hätte gebrüllt. Das Spiel beendet, wenn der Savepoint jetzt hier nicht gewesen wäre. Jetzt greift das Ding. Greif. Nein. Dreck. Ja komm, die Hand kriegen wir auch noch besiegt. Das kann's ja hier nicht sein. Nein. Nimm du. Ich verzweifle gerade mir selbst, zu blöd so ein Ding aufzuheben. Einmal hochheben. Damit der Leertaste draufschlagen. Heb an. Heb hoch. Was ist denn Inkompetenz hier oder was? Hand. Ich will nicht wissen, was dort im Schrank drin ist. Oh nein. Jetzt scheitern wir hier an dieser Hand, an der einen Hand hier. Meine Fresse. So, jetzt kommen hier. Die Mechanik greifen und zuschlagen dürfte uns schon bekannt sein. Und zack! Verfehlen dürfen wir nicht so oft. Wie oft müssen wir die Hand treffen? Oh nein, noch mehr von denen. Noch mehr von denen! Mach's Brett ab. Nein! Nein. Schmerz. Six muss schneller die Tür aufmachen. Wait, können wir die Kiste davor schieben? Können wir nicht. Zu voll. Das soll so sein. Matsch. Wie oft müssen wir drauf schlagen? Dreimal oder so? Macht die Hand platt. Wie viele davon gibt's hier? Auf die Finger! Beeil dich, Six. Da kommt der hinter Kacks.
und bleib tot. Na komm, Six. Und durch hier. Was für Monstrositäten kommen als nächstes auf uns zu? Ach du Schreck. Okay. Okay. Los. Jetzt dran vorbei. Hinter die Kiste. Versuch mich mal. Nein, er hat uns gesehen. Und die Kiste. Da müssen wir durch. Six hat es geschafft. Ah, guter Checkpoint hier. Guter Checkpoint. Braver Checkpoint. Das sind Dinge, aus denen Albträume gemacht sind. Unbemerkt weiter hier. Ruhig. Und lass den Fettsack krabbeln an der Decke. Dass die Decke nicht zusammenstürzt, ist auch ein Ding. Kommen wir hier bestimmt weiter. Ich trau mich. So müssen wir als nächstes lang. Da müssen wir irgendwas werfen, damit wir da hin können. Oh Schreck. Nein, nicht nach vorne, nach hinten. W habe ich gedrückt. Oh Scheiße, wir sind geliefert. Und das Bett. Als ob der das Bett hochhebt. Was machst du? Jetzt. Oh Mann. Wenn er dort verschwindet, dann können wir die Sachen holen und die Tür aufmachen. Der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ja gut, ich sag's mal so. Wenn Little Nightmares spielt, dann denkt er, kriegt dadurch keine Albträume. Ja, was soll man dazu sagen? Entlang. Geht er da auch irgendwann mal weg, oder? Müssen auf jeden Fall irgendwie das Spielzeug greifen.
würde den Klotz dort, den Baumklotz bevorzugen. Nein, da ist er mir zu weit hinten. Zu dicht dran. Und dann irgendwo vorne, vorne links oder vorne rechts. Das versucht er jetzt zum Beispiel. Und hier wieder runter. Jetzt hier unten durch. Ruhig. Na, jetzt könnten wir hier vielleicht. Das mit dem Werfen wird als tödlich. Scheiße, jetzt hat er uns. Nein, nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Verdammt. Okay, okay. Das müssen wir ein bisschen schneller hinkriegen. Dann hier einfach werfen und reinrennen. Ich muss dann auch mal Giovanni Mustay machen. Hier darf uns halt nicht entdecken. Okay, wie hat er uns jetzt entdeckt? Achso, wir sind aufgestanden. Ich bin doch auch ein Idiot. Greifen und weg. So schnell ist er nicht. Renn, 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 renn. Verdammt. War ein Versuch wert. Wenn man dann links auf der Seite ist, dann können wir hier nur nicht aufstehen. Die Masniki hier unten durch. Na. Was macht hier vorne was? Das können wir hier hinten rein. Das Ding und rein hier und weiter durch hier unten. Es geht schneller, wenn man es kapiert hat. So, hier jetzt runter. Wenn da hinten links ist, jetzt hinten ist da hinten rechts. Das könnte klappen. Ich warte noch ein bisschen. Da hinten links beschäftigt ist an irgendeiner. Jetzt hier vorne links nicht. Ist er zu nah dran. Und dann einfach Johnny Mustay. Jetzt hinter den umgebten Wagen. Und gleich von da hinten links ist und dann. Wenn er ganz weit hinten ist. Und dann immer noch hinten bleibt. Werfen und reingerannt. Ich weiß nicht, wie schnell sich das Tor öffnet, aber hoffentlich schnell genug. Rein mit uns. Ab hinter den Wagen, ab hinter den Wagen, ab hinter den Wagen. Nein, 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 schön, 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 schön ruhig hier. Man muss beschäftigt sein. Schön ducken hier, schön ducken. Und dann ab. Ab mit uns, nix wie weg. Jetzt vielleicht. Wir müssen da auf der Matte stehen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um es zu werfen. Und ab wie durch die. Nichts, nichts. Ab durch die Mitte. Hier, hier runter, hier runter, hier runter. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich. Verdammt. Rennen, 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 rennen.
Jeder für sich. Jeder für sich. Okay, wie kommen wir da lang? Die darf uns nicht entdecken. Aber er hat uns... Wie denn? So schnell kommt man nicht an den Schrank hoch. Und unter Verstecken ist auch nicht die Möglichkeit. Unter Bett nicht... Verstecken ist nicht die Möglichkeit. Nicht aus. Okay, wenn du danach von da in die Ecke reingeht. Na? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Geh zurück. Nein, Six. Okay, er ist weg. Hoch hier. Oh Mann. Oh Mann. Bleibst hier. Hier weiter hier. Achtung, Jumpscare. Okay. Kein Jumpscare, nur er. Es wird doch gleich eine Komplikation geben. Der riecht uns doch. Nein, wir kamen da gut durch. Noch. Okay, hier runter. Sanfte Landung. Wo wollen wir hin? Hier lang. Brauchen wir einen Schlüssel für? Hast du einen Schlüssel? Den müssen wir noch finden. Einen Schlüssel. Okay, hier kommen wir nicht durch. War noch nicht laut genug. Schieb uns rein, Six. Hat uns noch nicht gehört. Okay. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Aus dem Mülleimer. Aus einem der Leichen. Okay. Da nicht. Müssen wir hier ein bisschen Leichen ausfahren. Spielen. Hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel. Okay, hier kommen wir hoch. Ah, ein Schlüssel. Sehr schön. Ziemlich wieder durch Six. Wieder ins Schubfach.
Sehr gut. Teamwork. Teamwork erster Klasse. Sehr schön. Und weiter hier. Weiter geht's. Ich verstehe. Hier müssen wir lang. Six verrät uns nichts. Sagt uns nicht, wo wir lang gehen müssen. Das war wohl nix. Six klettert extra noch zurück. Ja. Das ist Freundschaft. So. Six kann weiter springen als wir. Habe ich gerade mal festgestellt. Hinauf. Okay. Ach, der Kollege schon wieder. Das ist die Sicherung, die wir benötigen. Er ist hier also der Leichenverarbeiter, der... Wie heißt das? Der... Autopsie. Der Mensch aus der Autopsie. Okay, wie kommen wir hinter ihn? Wir müssen in die Sicherung dort oben ran. Aber wie zum Henker? Vielleicht wenn er vorne ist, aber da müssen wir uns in der... Ach du Schande, das wird knapp. Dass der uns da nicht sieht. Eine knappe Aktion. Okay, erstmal hier lang. Six folgt mir nicht, das heißt nichts Gutes. Okay. Wenn dann da drüben ist, können wir hier vielleicht uns in einem Fach verstecken. Okay, hier unten sieht er uns nicht. Müssen wir da hochspringen und den Sicherung greifen und wieder runter. Okay, hier sieht er uns. Interessant. Hinter der Klappe noch nicht, aber dahinter, da dann schon. Okay, das war zu voreilig. Findet ihr, dass Dr. Diabetes bisher der größte Gegner ist? Also bei einem bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass die Puppen, die Puppen, die du anleuchten musst, dass die auf jeden Fall der schlechteste Gegner sind. Die mag ich gar nicht. Okay. Ich hab's geschafft, da irgendwie hinterzuschleichen. Da entdeckt er mich auch nicht, wenn ich dahinter bleibe. Wenn dann vorgeht, dann kann ich jetzt hier. Okay, jetzt hat er mich entdeckt. Ich komme da auch nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie komme ich denn da hoch?
Ich muss wahrscheinlich den Wagen hier fahren. Ich muss hier. Muss den. Ihn da irgendwie hinbringen. Während er da hier rumhantiert. Alter. Nee, der hat keine Rollen. Wie zum Henker. Wie kommen wir darauf? Abwarten, bis er die Leichen nur drauf gestapelt hat, oder? Den Wagen können wir nicht schieben. Vielleicht irgendwas rausziehen oder so? Wie lange machst du heute eigentlich? Ich denke mal nach dem hier, nach dem Raum, werde ich vielleicht langsam mal, würde ich mal gerne aufhören. Aber den Raum müssen wir natürlich erstmal schaffen. Aber wie? Aber wie? Wie? Das ist hier natürlich die Frage. Ich wüsste gern, wie wir hier an die Sicherung rankommen. Okay, bis 12, also vermutlich. Vermutlich. Wie schafft man diesen Raum? Ich würde schon gern gleich mal Schluss machen. Dazu musste ich ja jetzt erstmal den Raum hier blicken. Was ich denn hier machen soll. Ich tue es momentan noch nicht. Da der hier so schnell dort wieder hintergeht, hätte ich für fast ausgeschlossen, dass man irgendwas veranstalten können. Kommen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Dann kommen wir auf. Wir kommen nicht an die Sicherung ran. Okay, jetzt sind wir hier. Da werden wir auf unseren nächsten Bossgegner vorbereitet. Okay. Wir haben seine Mutter getötet. Müssen wir hinter ihm raus. Die Tür am besten gleich wieder verschließen. Aha. Die Luft ist rein. Zieh raus. Schnell an die Sicherung. Wir haben wahrscheinlich nicht alle Zeit der Welt. Sicherung nehmen und runter. Rennen. Wir haben seiner Mutter den Saft ausgezappt. Er ist erstmal abgelenkt. Okay, jetzt weiß er, dass wir hier sind. Rein mit uns. Nein. Verdammt mich. Okay, sehr guter Checkpoint. Jetzt weg hier. Warum?
Warum ist er dort? Nein. Ich brauche zu lang. Nein. Ja, wenn das umgeworfen hat, dann bin ich hoffnungslos ausgeliefert. Na komm, mach auf. Ich kann nicht sliden. Oh, sehr schöner Bug. In der Luft hängend.